Zugeschaltet ist mir nun der Militärökonom Markus Keub. Ich grüße Sie ganz herzlich. Hallo, guten Tag. Wladimir Putin und Kim Jong-un wollen offenbar ihre militärische Zusammenarbeit ausbauen, also die Achse Russland-Nordkorea intensivieren. Russland braucht nämlich Munition und Putin könnte so besonders an Waffenlieferungen aus Nordkorea interessiert sein. Wie ist das einzuschätzen? Naja, Sie können sich selbst überlegen, was es bedeutet für die angeblich zweitbeste Armee der Welt, wenn sie jetzt nach Nordkorea läuft und dort um Munition betteln muss, weil offenbar die eigene Industrie nicht in der Lage ist, das zu liefern. Aber davon abgesehen, ich sage ja immer, nicht labern, sondern rechnen. Also wenn Sie sich mal überlegen, das Problem ist nicht so sehr, hat Nordkorea Munition, die die Russen verwenden können. Die haben sie durchaus, also russische und chinesische Munition. Und auch Systeme. Das Problem ist nur, das Zeug liegt am anderen Ende der Welt. Also wie bekommen Sie das in den Kampfraum Ukraine rein? Sie können das ja mal durchrechnen. Also wenn Sie überlegen, damit die russische Armee wieder in die Lage versetzt wird, sich zu bewegen, also wieder die Initiative zu ergreifen, da bräuchte sie eine Feuerfrequenz, wie wir sie im Sommer 22 gesehen haben. Also sagen wir 50.000 Artilleriegranaten am Tag. Eine wiegt durchschnittlich 30 Kilo, dann sind wir bei 1.500 Tonnen. Das ist ein mittelschwerer Güterzug pro Tag. Den müssten Sie also jeden Tag einen solchen Zug aus Nordkorea an die Front in die Ukraine schicken. Und es gibt tatsächlich einen kleinen Bahnhof auf der russischen Seite der russisch-nordkoreanischen Grenze bei Chasan. Und das Problem ist nur, erstens ist Nordkorea logistisch in der Lage, einen solchen Zug pro Tag zu füllen. Und zweitens, dann schicken Sie den Zug los, dann fährt er erstmal 700 Kilometer nach Chabarowsk. Und von dort aus 7000 Kilometer auf der transsibirischen Eisenbahn. Natürlich müssen alle anderen Züge dann warten, auch die Personenzüge. Auch das sehen Sie alles ganz wunderbar auf Satellitenfotos. Und so ein Zug ist dann natürlich eine rollende Bombe. Das heißt also spätestens, wenn der in die Nähe von Rostov-na-Don kommt, dann könnten die Ukrainer auf die Idee kommen, vielleicht eine Drohne vorbeizuschicken zur Begrüßung. Also wenn Sie das logistisch durchrechnen, dann wird das relativ schnell zur Farce. Es ist interessant, weil es ist ja nicht das erste Mal. Wir hatten das schon im September 22, diesen angeblichen Plan und dann nochmal im März 23 und jetzt wieder. Also ich werte das mehr so als russisches Propagandamanöver. Der nordkoreanische Diktator ist ja immer sehr gut gelaunt auf seinen Fotos. Der freut sich sicher, weil es sein Regime aufwertet. Aber ich glaube nicht, dass es militärisch wirklich irgendeinen Unterschied machen wird. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.